Okay, man sieht mich nicht so richtig hinter den ganzen Kisten, aber da bin ich. Heute ein etwas anderes Video. Wir hatten schon länger kein Unboxing mehr, aber heute dachte ich mir, es führt kein Weg dran vorbei, dass ich das nicht filme, wenn ich diese neuen Schätze hier auspacke. Eben gerade vorbeigebracht von Onel und ich kann es einfach nicht abwarten. Onel wartet auch drüben, ich so, aber ich muss das filmen. Wir packen die jetzt aus und dann muss ich die auch direkt rauchen. Das seht ihr in der Insta-Story oder hättet ihr in der Insta-Story gesehen, wenn ihr mir schon gefolgt wärt. Ich stelle die beiseite und dann fangen wir mit der ersten an. Überblickmäßig haben wir eine McCloud Skytech, eine McCloud Dragon, eine McCloud Titan Rose und eine McCloud Odyssey, die ich schon wollte, seit ich sie auf der Messe in Russland gesehen habe. Ich bin sehr, sehr gehypt auf diese Pfeifen. Ich räume die beiseite. Wir fangen an mit der Skytech und arbeiten uns so langsam hoch. Okay, wir fangen an mit der ersten und zwar ist das die Skytech. Die müssen wir hier einmal so aufklappen. Also die Skytech ist auch mit Abstand die günstigste von den ganzen Pfeifen und auch die einzige, die nicht in so einer Special-Kiste kommt. Das sind jetzt übrigens nur die Stems, also hier sind keine Bowls dabei, aber ein Kopf ist dabei. Wow, wir haben einen McCloud-Tonkopf. Der Wahnsinn. Gucken wir mal weiter, was sich da als nächstes drin verbirgt. Wir haben einen Schlauch dabei und der ist in derselben Tüte wie der Kohleteller. Okay, wir haben einen Special Schlauch mit einem Special Anschluss. Also einmal hier so ein Gartenschlauch-Ding ist da mit dran. Und der Teller nochmal gut eingewickelt. Ich weiß jetzt nicht, ob das von McCloud war oder ob Onel da nochmal ein bisschen Proofing betrieben hat, sodass hier auch garantiert nichts kaputt geht. Wir haben einmal den Teller für unten drunter. Der normale Skytech-Teller, also ist ein normaler kleiner Teller mit dem Aufdruck. Und dann haben wir hier nochmal der Part, der dann oben auf den Teller draufkommt. Das sieht dann halt schon sehr, sehr wild aus, ne? Okay, was haben wir als nächstes? Eine Zange haben wir dabei. Das sieht mir aber tatsächlich nach einer unglaublich stinknormalen Zange aus. Ja, das ist literally so eine komplette Standardzange. Also bei der Zange hätte ich gedacht, da hätte man noch mal was Schönes reinpacken können, oder? So, nächstes Teil. Das hier ist das Mundstück. Oh, okay, der Colorway kommt in echt viel, viel geiler rüber. Also das sieht viel, viel nicer aus, als das online so war. Das hier müsste das Röhrchen für den Molassefinger sein, schätze ich. Alles auf jeden Fall auf ultra safe eingepackt. Ja, okay, hier haben wir einmal das Plexiglas Sleeve, das dann über die Rauchsäule kommt. So, Dichtung, Kopfdichtung, sogar zwei und eine Kugel. Legen wir erstmal beiseite. Und dann haben wir hier einmal die Rauchsäule. Boah, das sieht halt schon, also das sieht viel geil, wirklich so viel geiler aus, als das online rüberkam. Die Farbe ist wirklich krass. Okay, wild. Man kriegt einfach ein Zertifikat bei der Skytech mit. Das ist natürlich sehr, sehr krass. Und wir haben hier noch eine kleine Anleitung, wie man mit der Skytech umgehen soll, welche wichtigen Sachen es zu beachten gibt, weil die Pfeife hat auf jeden Fall ein paar Feature, auf die man Acht geben sollte. Und dann haben wir hier noch den Rest. Die Pfeife ist auf der Neolux Bowl. Ich glaube aber ehrlich gesagt nicht, dass die bei mir auf der Neolux bleibt. Okay, da ist sie. Das hier wird tatsächlich einfach nur gesteckt. Und der Kohleteller wird, glaube ich, auch einfach nur drüber gesteckt. So, dann hier ist es zusammen. So, dann einmal hier den Kopfadapter ab. Dann einmal der Teller, einmal der Ring, Tellerauflage und Kopfadapter drauf. Wild. Sehr, sehr wild. Okay, dann haben wir hier die McCloud Skytech einmal fertig aufgebaut. Kommen wir zur nächsten. Okay, als nächstes die McCloud Odyssey. Eine Pfeife, die ich auf der Messe in Russland gesehen habe, sofort verliebt war und sie seitdem haben musste. Wir machen die Schatzkiste auf und Leute, da muss man einfach kurz wirklich Respekt zollen, wie geil die Verpackung von dieser Pfeife ist. Es ist wirklich eine Schatzkiste. Hier sind Muscheln mit eingearbeitet, kleine Steuerräder. Also es ist wirklich zu krass. Es ist wirklich zu krass. Machen wir die auf und wir sehen wieder Tonnen an Verpackungsmaterial. Alles dafür, dass hier auch nichts kaputt geht. Schlauch haben wir dabei. Den lasse ich erstmal zu. Und dann haben wir, glaube ich, hier schon das absolute Herzstück dieser Pfeife. Ja, hier haben wir schon die Rauchsäule. Sehr, sehr krass. Hier haben wir auch was sehr, sehr Schweres. Ich würde schätzen, dass die Base auch sehr, sehr wild. Ordentlich Gewicht auf jeden Fall mit dran.
Können wir das schon verschrauben? Ne, da kommt, glaube ich, noch was dazwischen. Das Tauchrohr von unten muss da, glaube ich, noch durch. Okay, hier haben wir ein kleines Röhrchen, wo ich ehrlich gesagt nicht weiß, wofür das ist. Finden wir hoffentlich gleich noch raus. Hier haben wir noch das Mundstück. Wir haben wieder Dichtung, Kugel, Ersatzdinger, alles mit dabei. Das hier sieht mir wieder aus wie ein Tonkopf. Den können wir drinnen lassen. Hier haben wir noch den ersten Part vom Teller. Der ist noch mit einer Folie versehen. Das muss man dann auf jeden Fall noch abfummeln. Aber beim Teller gibt es dann auf jeden Fall noch einen zweiten Part. Aber erstmal schnappe ich mir hier die Bowl. Zu wild. Zu wild, die Bowl. So, wir haben noch zwei Teile hier drin. Einmal das Tauchrohr, da habe ich drauf gewartet. Und was ist da noch drin? Nochmal eine Zange. Diesmal haben wir eine McCloud-Zange mit dabei. Nice. Dann haben wir auch bei der Odyssee alles rausgeholt und bauen die nochmal schnell zusammen. Tauchrohr durch. Ich weiß wirklich noch immer nicht, wofür dieses Teil hier ist. Aber werden wir bestimmt noch rausfinden. Dann, wenn wir das hier durchschrauben, dann kommt das da oben raus. Hört aber hoffentlich irgendwann auf. Ja, so. Und dann können wir den Part hier draufschrauben. Und dann haben wir die Odyssee fertig aufgebaut. Wild. Also, Teller muss noch drauf. Wunderbar. Willkommen zum nächsten. Okay, next one. McCloud Rose. Hier haben wir eine Kiste, wo wir den Deckel komplett abnehmen können. Wir haben wieder einen Schlauch dabei. Wir haben wieder einen Tonkopf dabei. Das legen wir aber direkt wieder beiseite. Oh, mit was fangen wir an? Wir nehmen als erstes hier die Bowl raus. Ach krass, das wusste ich nicht. Die Titan Rose kommt tatsächlich nicht auf einer normalen Steckbowl. Erstmal ist diese Bowl unglaublich viel schwerer als normales Glas. Also das wirkt eher wie Caesar Bleikristallglas, was ich hart feiere. Und wir haben wieder Custom Zangen mit dabei. Oder eine Custom Zange. Zange können wir auch erstmal beiseite legen. Machen wir weiter. Wir haben ein Mundstück. Sehr, sehr schön. Schöner Farbverlauf, wie ich finde. Wir haben einen Zwischenring und einen Kopfadapter. Wir haben den ersten Teil der Rauchsäule, den zweiten Teil der Rauchsäule, einen Teil vom Kohleteller. Okay, das sieht auf jeden Fall in echt auch einfach nochmal ganz, ganz anders aus als online. Wunderschönes Teil. Wir haben die Base. Sehr wild. Okay, ich schätze, das hier ist die Rose. Da müssen wir noch kurz mit warten. So, hier haben wir den Teller. Ist ja auch ein Zwei-Paar-Teller sozusagen. Der kommt ja dann hier so unten drunter. Und dann haben wir noch das Tauchrohr. Okay, wir haben keinen Diffusor bei der Rose tatsächlich. So, stellen wir das beiseite und bauen auch die Pfeife noch zusammen. Als erstes hier das Tauchrohr einmal durch. Gewinde laufen auch sehr, sehr nice. Okay, wie weit muss das durch? Okay, jetzt haben wir es. Dann kommt dieses Teil der Rauchsäule, denke ich, drauf. Aber ich glaube andersrum, oder? So rum. So, als nächstes müsste hier... Boah, krank. Fuck, das ist ja insane. Ach du Scheiße. So, das kommt dann hier drauf. Und dann das durch. Ohne, ich glaube, ich baue die falsch auf. Es geht von dick auf dünn, von dünn auf dick. Also falsch rum. Hört mal her. Ja, das macht keinen Sinn, das stimmt. Von dick auf dünn, das heißt, es bedeutet, es fängt so an. Ich würde hier mit... Von dünn auf dick. Genau, so rum, korrekt. Dann die Rose und dann den so drauf. Und den jetzt so drauf. Das sieht besser aus. Ja, das passt auch besser. Ah ja. Krass. Okay, dann haben wir es. So, dann muss hier erst das drunter. Nein, falsch, um das Ding kommt andersrum. Genau. Das Ding. Ach, die Rose guckt nach unten. Genau. Ah ja. Dann der Kollege, dann der Teller, dann der andere. Okay, also Onel war zu Hilfe, Onel hat gerettet. Jetzt haben wir auch die Titan Rose. So, habe ich. Und jetzt hier noch auf die wilde Steckbowl. Zack. Und da haben wir die Titan Rose aufgebaut. Wild. Jetzt fehlt noch eine, Leute. Und zwar die Dragon. So, und die Dragon hat auch einen sehr, sehr wilden Karton. Und zwar kann man das hier hochziehen. So, und dann kann man hier anfangen, sich auszutoben. Kohleteller, Schlauch, ein Mundstück, das ja ultra nice ist. Geil, habe ich nicht mit gerechnet. Wir haben ein Kalaut Alpha. Oh Junge, ja perfekt, Digga. Was legt man bei einer 1.400-Euro-Shisha dazu? Man klaut anscheinend ein Fake-Kalaut. Naja gut,
Legen wir beiseite. So, dann haben wir hier Base und Tauchrohr in einem. Sehr wild, auch eine sehr, sehr schöne Base. Wir haben eine Dichtung für die Bowl. Und wir haben da übrigens auch keine Bowl dabei. Das heißt, ich kann mir noch eine aussuchen, die ich da drauf haben will. Wir haben einen Tonkopf von McCloud. Wir haben wieder Kopfdichtung, Ersatzkugeln. Aber gucken wir erstmal hier weiter. Wir haben ein Stück der Rauchsäule, ein Zwischenstück, den Schlauchanschluss, nochmal eine McCloud Hooker Zange. Und dann haben wir hier das Herzstück dieser Pfeife, den kranken, wunderschönen Drache. So, sonst haben wir nichts drin. Nee. Dann bauen wir die Pfeife auf, schnappen uns einmal hier die Rauchsäule. Ich schätze, ich schraube einfach hier dieses Zwischenstück rein. So, dann den Drache drüber. Und dann Rauchsäule. Sitzt der gut? Sitzt gut, ne? Ja. Kopfadapter ab. Oh, wild. Der ist ziemlich groß. Teller. Kopfadapter. Fertig. Also die Dragon war jetzt tatsächlich die einfachste zum Aufbauen, würde ich sagen. Schlauchanschluss. Zack. Und fertig sind wir mit dem Unboxing und mit dem Aufbau. Ich denke, ich werde auch noch zu all diesen Pfeifen Reviews machen. Die werdet ihr dann hier auf dem Kanal sehen. Sehr, sehr wild. Da sind die Dinger. Krass. Ich kann es nicht abwarten, die zu rauchen. Und deswegen, wenn es euch gefallen hat, Daumen nach oben, Abo da lassen. Bis zum nächsten Mal.